Hallo, mein Name ist Arne. Seit 2 Jahren lebe und arbeite ich mit meiner Frau Priscilla und unseren 3 Kindern in Lekais im Südwesten Haitis. Als wir Ende September die ersten Nachrichten bekamen, dass ein sehr starker Hurricane auf uns zurasen würde, machten wir uns große Sorgen. Aber die Folgen, die Zerstörung und die Not, die der Hurricane Matthew mit sich brachte, übertrafen alle Vorstellungen und alle Befürchtungen. Es gibt hunderte Tote, tausende Verletzte, hunderttausende, die ihre Häuser und Dächer verloren haben. Aber die Zahl der direkt Betroffenen geht sogar noch weit darüber hinaus, weil Millionen Bäume, Sträucher und Tiere verloren gingen im Sturm. Die allermeisten Haitianer sind Selbstversorger und verkaufen darüber hinaus Obst und Gemüse aus ihren Gärten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Der Hurricane ist also erst der Anfang einer langen Katastrophensituation gewesen, weil die Lebensgrundlage der Menschen im wahrsten Sinne des Wortes weggefegt wurde. Seit dem Hurricane sind wir jeden Tag mit Leid, Hunger und Zerstörung konfrontiert. Und jeden Tag versuchen wir dem zu begegnen, indem wir Essen weitergeben, indem wir Wasser weitergeben, indem wir den Menschen Planen geben, um sich zu schützen und indem wir den Menschen Hoffnung geben, nach vorne zu schauen. Aber dabei soll es nicht bleiben und deswegen haben wir 3 konkrete Ziele, wie wir den Menschen hier nachhaltig, langfristig helfen wollen. Zum ersten wollen wir die Menschen hier finanziell unterstützen, ihre Häuser und Dächer wieder aufzubauen. Zum zweiten wollen wir gerne Bäume und Sträucher anpflanzen und Tiere weiter verschenken, damit die Menschen wieder eine Grundlage haben, sich selber zu ernähren und ihren Lebensunterhalt zu gestalten. Zum dritten wollen wir gerne helfen, eine völlig zerstörte Gemeinde wieder aufzubauen, die auch gleichzeitig die einzige Schule für einen Ort in den Bergen in der Region Grandance ist, die sehr hart getroffen wurde. Jeder gelaufene Kilometer wird zu einem Mangobaum. Jeder gespendete Euro wird zu einem Huhn. Jede Spende wird zu einem kleinen Stückchen Hoffnung. Machst du mit?